Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration und wir spielen heute ein lustiges Spiel. Ich glaube, es nennt sich Piñata Party. Es nennt sich Piñata Party und es ist diese super coole Piñata hier, die ist total kunterbunt und die öffnet sich, wenn man hier auf den Button drückt, aber man muss fest genug drücken. Und dann springt sie auf und es regnet Süßigkeiten. Im Moment ist noch nichts drin und wir haben uns das Spiel ein bisschen abgewandelt. Also genau. Für Kinder ist es eben ganz, ganz einfach. Es ist, glaube ich, für Kinder ab 4 oder ab 3 Jahren oder so. Auf jeden Fall ist es so super einfach und wir haben es ein bisschen komplizierter gemacht. Es gibt hier so ganz viele kleine Plastiksüßigkeiten und da gibt es lila, gelb, blau, rot und grün. Also fünf verschiedene Sachen und dafür haben wir uns jetzt ausgedacht, fünf verschiedene Süßigkeiten. Da haben wir einmal Jelly Beans, hier so kleine Kaubonbons, die sind sauer. Center Shock sind auch sauer. Hier, da sind so ganz verschiedene Süßigkeiten, auch so Toxic saure Waste. Und von Chupa Chups ist auch noch so was komisches. Ein Dino-Ei ist auch dabei. Und wir haben hier so Mini-Schokoladentäfelchen. Ja, die sind gut. Also wenn man die hat, hat man Glück gehabt. Mhm. Wir können ja mal die kurz sind natürlich auch gut. Ja, genau, die sind auch gut. Wir können ja mal die Farben kurz zuordnen. Vielleicht grün das hier. Ja, sonst hätte ich jetzt gesagt, gehen wir einmal den Regenbogen durch. Aber wir können natürlich es auch so machen. Rot das hier vielleicht. Mhm. Hier lila hin. Lila dazu. Und vielleicht Center Shock gelb und hier blau. Mhm. Das ist auch ein kleiner Dino. Ja. So, die lassen wir einmal liegen, dann wissen wir damit auch, wir uns das merken können. Genau. Und normalerweise regnen die da alle einfach raus und dann darf man sich die nehmen, aber wir wollen die mit diesem kleinen Becher fangen. Ich hoffe mal, das klappt. Da ist mal einer mit entgegengekommen. Die sammeln wir gleich alle wieder ein. So. Es wird gleich noch mehr regnen. Oh. So. Hier ist noch ein Paket und ich glaube, das ist dann auch genug erstmal. So, die sind drin. Dann dreht man das Ganze. Willst du als erstes drücken? Ja. Ah, das ist doch, man muss doch ziemlich feste. Du kannst es... Oh, ich habe mit den Händen was gefangen und so gar nichts. Das gilt also nicht, nee. Ne? Alle wieder rein. So, gut gedreht. Dann bist du wieder dran. Oh. Ah, da kam mal eins raus. Ich habe nicht gefangen. Ich habe jetzt zweimal gedrückt. Okay. Laut Anleitung darf man eigentlich dreimal drücken. Deswegen. Du kannst auch gerne zweimal hintereinander. Ah, ist doch ein bisschen kompliziert. Möchtest du nochmal? Ja, kann ich machen. Ah. Ich drehe sie nochmal. Ja. Nein, hat wieder nicht funktioniert. Vielleicht versuchen wir es mal mit den Händen. Ich finde auch, das macht echt Spaß, sich einfach mal ein neues Spiel auszudenken, mit einem alten Spiel, was es schon gibt, eine neue Regel auszudenken. Man kann auch schön zwei Spiele kombinieren, man kann auch mal noch Fragen oder so mit einbringen. Wollen wir jetzt mit den Händen fangen? Mhm. Ui. Da habe ich jetzt einiges gefangen. Wenn ich das jetzt alles essen muss, Witz. Also, wir hatten gesagt, das ist rot, ne? Da habe ich zwei. Okay. Wie viele hast du? Ich habe insgesamt nur zwei, ne? Ich habe insgesamt nur zwei. Also habe ich zwei Jelly Beans. Eins, zwei. Vielleicht kannst du ja von jeder Farbe, die du gefangen hast, eins essen, weil ich glaube, du hast so einen ganzen... Wusch ja gut, kann ich auch von jeder Farbe, ne? Dann habe ich noch grün eins. Mhm. Das heißt hier eins von. Kannst sie erstmal sammeln. Dann, welche Farbe hatten wir gesagt? Gelb, ne? Das ist gelb, ja. Da habe ich jede Menge, also das heißt, da darf ich auch eins von aussuchen. Mhm. Und blau und lila auch. Ah, du hast den ganzen Regen einmal durch. Einmal alles durch, ne? Ich nehme mal dieses Dino-Ei. Das ist so ein bisschen zerquetscht. Ich nehme dieses Big Babo. Babo. Das ist ein Kaugummi, glaube ich. Mhm. Das ist ein riesengroßes Kaugummi.
Erdbeergeschmack. Dieses hier ist ein ganz süßes Kaugummi. Dieses schmeckt ein bisschen so wie Mentos, so von der Konsistenz. Und das mit saurer Füllung. Da wird dann sofort wieder süß. Center Shock direkt hinterher. Ich befülle unsere Piñata nochmal. Ich glaube, aber die guten darf ich auch aufbewahren für später, oder? Nur die Strafe. Ich wusste jetzt nicht, ob das die nur eine Strafe war oder nicht. Hattest du nicht auch zwei Farben? Ich hatte das hier noch. Hab jetzt mittlerweile auch mein Hubba-Bubba und mein Center Shock wieder ausgespuckt, weil ich jetzt ja noch eine Bohne habe. Ich finde, der sieht auch total süß aus. Also der kleine Esel. Gehabt. War nichts Schlimmes. Total niedlich. Ja, total niedlich. Aber so richtig begeistert bin ich von unserer Spieltechnik noch nicht. Es ist ja eigentlich ein Nachteil, wenn man so viel fängt, ne? Ja, also man muss den Abstand, muss man genau abpassen. Am besten direkt noch eine Farbe, eine bestimmte Farbe, lila oder grün rauskommen. Wir müssen noch mal mit Süßigkeiten drin spielen. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht fällt uns noch eine bessere Methode dazu ein. So ist das Spiel auf jeden Fall, also in der klassischen Variante ist es ein bisschen zu langweilig für uns, deswegen haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Aber irgendwie so ganz... Das Highlight ist es noch nicht, aber das wird. Okay. Nicht gefangen. Gelb habe ich. Ich habe zwei lilane. Guck, wenn man... Gelb ist wieder Center Shock, ne? Ich habe zwei Schokoladen. Also für mich zahlt sich das Spiel ganz gut aus. Achso, aber eigentlich haben wir da nicht gesagt, pro Farbe nimmt man sich dann eins? Ach ja, das war bei dir, weil du so viel hattest. So. Aber ich kann auch gerne nur eins nehmen. Ich muss schon wieder... Oh, Center Shock. Oh. Das noch eine besonders saure, das ist immer weniger sauer. Gleich noch eine abschließende Runde. Und dann denken wir noch mal ein bisschen über die Regeln nach. Vielleicht habt ihr ja auch gute Tipps, wie man das Spiel abwandeln könnte, dass es noch so ein cooles Highlight wird. Weil eigentlich ist es wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Vielleicht könnte man es so machen, man macht es voll mit Jelly Beans, die müssten ja reinpassen. Und dann... es dürfen nur wenige rausfallen. Also es ist natürlich, dann liegen überall Jelly Beans auf dem Boden. Das ist auch nicht so eine richtig gute Idee. Nein, nein, das kommt natürlich dazu. Wir wollten auf jeden Fall unbedingt dieses Spiel spielen. Ja. Und dachten, das wäre eine gute Idee, was wir hier gerade machen. Wir dachten auch, wir könnten mit diesen Bechern einfach was fangen, aber... Ist auch nicht so. Vielleicht brauchen wir andere Becher. Und vielleicht eingepackte Mini-Süßigkeiten. Irgendwie so. Vielleicht habt ihr auch noch eine gute Idee. Vielleicht habt ihr eine gute Idee, schreibt sie uns einfach unten rein. Achso, jetzt mit den Händen oder Becher? Achso, ich habe gestern Becher genommen. Wie du möchtest. Ich drücke nochmal. Einer ist rausgefallen. Oder man darf nur so drücken, dass auf keinen Fall alle rausfallen. Dann hat man nämlich sofort verloren. Das ist natürlich auch total so. Ich habe drei Stück wieder. Ich habe zwei. Also mehr gefangen habe ich auf jeden Fall heute, Eva. Das stimmt. Also rot, Jelly Beans nochmal. Oh, eine rote. Das könnte Tabasco sein. Das könnte Tabasco sein. Dann habe ich gelb. Das hatten wir gesagt, sind die Center Shock. Dann habe ich auch drei Center Shock hinter mir. Und lila, da habe ich noch eine Schokolade. Die darf ich mir auch an die Seite legen für später. Dann haben wir beide noch vier. Nee, du hast noch drei gute Süßigkeiten. Zwei Strafen jetzt. Nimm als erstes Center Shock und spare mir dann die Jelly Beans zum Schluss auf. Man könnte es halt mit Strafe spielen, wenn es halt komplett aufgeht. Dass man dann eine Strafe nehmen muss und sonst bekommt man halt Süßigkeiten. Jeweils das, was rausgefallen ist. Genau, jeweils das, was rausgefallen ist. Und dann vielleicht sogar mit anderen Mini-Süßigkeiten, die dann rausfallen. Und gucken, passen denn unsere Süßigkeiten da rein? Wie viele Center Shocks? Mit guten Süßigkeiten, sonst will ja überhaupt keiner, dass das...
Ja, fallen raus. Fallen raus, ja. Du musst jetzt alle essen. Nein! Nein, 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 nein. So, jetzt habe ich hier noch Jelly Beans. Aber wahrscheinlich ist es bei diesen hier so. Das ist Kirsch. Hast du Glück gehabt. Es ist ja nur ein Bruchteil davon. Diese hier fallen wahrscheinlich einzeln raus, weil hier unten so eine kleine Lücke ist und die fallen da durch. Und bei den Center Shocks ist es bestimmt so, die fallen halt dann nur raus, wenn das ganze Ding sich öffnet. Also, ich musste echt viele Center Shock jetzt essen, obwohl die Regeln so ein bisschen ungenau waren. Schreibt mir immer in die Kommentare, ob euch noch was Cooles einfällt. Genau, eine coole Regelvariante für dieses super coole Piñata-Spiel. Es sieht so toll aus, aber es ist ein bisschen schwierig, das Ganze wirklich cool zu spielen. Ja, und das ganz Normale ist einfach ein bisschen zu langweilig für uns. Ja. Vielleicht habt ihr noch eine erwachsene Variante dafür. Genau. Einfach unten in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Genau. Und ihr ein bisschen unterhalten wurde. Und sonst schaut unsere anderen Videos, die anderen Spielevideos, genau. Die anderen Snacktests, unsere Bastelvideos. Challenges. Ja, schaut auch mal bei Twitter, Instagram, Facebook oder bei Snapchat bei uns vorbei. So viel Kaugummi im Mund. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss. Tschüss.